Jonai Moinsen zum Stadionvlog VfB gegen BVB. Platz jetzt aktuell 17 gegen Platz 2. Ja, also Favoritenrolle ist klar vergeben, habe ich auch schon in Vorberichten alles gesagt. Trotzdem ist Hoffnung da, ne? Das ist das typische VfB-Fans-Syndrom oder generell wahrscheinlich einfach Fußball-Fans-Syndrom. Da gewinnst du mal 2, 3 Spiele, hast einen neuen Trainer, ein neues Gefühl für die Mannschaft. Irgendwie ist wieder was da. Es ist wieder was da, irgendwie ein neues Feeling ist da und man hofft einfach, vielleicht geht ja echt was gegen Dortmund. Heimspiel, ausverkauft, natürlich so weit ausverkauft, wie es geht. Ne? Ist halt leider wieder die Haupttribüne da, wo 12.000 Karten fehlen, aber ausverkauft, schönes Wetter, auch gutes Fußballwetter, wird sehr, sehr geil. Stimmung wird auch brutal werden, glaube ich, wird richtig geil. Trotzdem, wir dürfen auch nicht übertreiben. Wir haben jetzt Nürnberg geschlagen im Pokal und Bochum. Das ist jetzt auch kein Dortmund, dürfen wir auch nicht anders drüber denken so. Trotzdem, die Hoffnung ist da und wie der VfB auch schreibt, in seinen ja, Vor-Match quasi Posts, jeder Punkt zählt. Jeder Punkt zählt. Haben es auch rausgepostet in dem Tweet, in dem Insta-Post, wie auch immer. Und so ist es ja auch einfach. Wir haben es gelernt letzte Saison, spätestens letzte Saison gelernt. 33 Punkte, Hertha auch, aber Torverhältnis war besser. Alles zählt. Jedes Tor zählt, jeder Punkt zählt, alles zählt. Auch gestern Schalke 5-2 gewonnen. Kann sein, dass zum Zeitpunkt, wo der Vlog rauskommt, wir haben jetzt natürlich hier jetzt ja, kurz vor zwei, dass der Hertha-Trainer schon geflogen ist und da sich auch was ändert, aber Hertha gerade auch ziemlich tief unten mit drin, dann Schalke jetzt wieder vor uns, aber ein Punkt, wie gesagt, jeder Punkt zählt, ein Punkt heute holen gegen Dortmund und bist wieder vor Schalke wegen eben, ja, besserem Torverhältnis, ne, alles zählt, deswegen heute wäre schon ein Punkt einfach sehr wichtig, weil Hoffenheim spielt in München, du hast Union, die noch gegen Bochum spielen, auch schwere Duelle, gerade an so einem Spieltag, wo du auch ein schweres Duell hast mit Dortmund, wäre es, ja, das, der perfekte Begriff wäre hier wieder Big Points einfach gegen solche Clubs zu holen. Wir haben Hoffnung, die Stimmung wird geil, Wetter ist gut, ich hab Bock, los geht's. Jawohl! Jawohl! Hey! Basti!
oder was in Deutschland? Nur scheiß Schiris! Lächerliche Leistung von dem Schiri, aber den musst du geben. Junge, was ist das, Mann? Ich hab doch zwei Füße, schießt halt mal. Komm, Endo, mach einen Fisch. Dann mach einen Fisch. War scheinbar eindeutig abseits. Der kleine Zehennagel wieder, oder? Ihr macht unser Schwert kaputt, ihr Wichser! Es ist so klar! Es war so klar! Schafft diesen Scheiß ab! Haben Sie das Gespräch? Yeah!
Digga. Scheiß Top-Team-Siege. Das ist nicht verdient. Letzte Aktion, komm. Das ist letzte Aktion, du musst das mal geben. Also, ja, nettes Spiel gewesen, war. War ganz okay anzugucken, oder? So, also, war okay. Stimmung war auch, ja, war okay, ne? Nee, also, es ist nur noch krank, was hier passiert. Ich mache das ja immer, bevor ich schneide, ne? Also, ich weiß nicht, ob ich es so genannt oder nicht, aber wir hatten das 4-4 damals in Dortmund. Und damals kam dieser legendäre Kommentatorspruch auf Englisch: This is why we love football. Und ich glaube, das war genau das Gleiche heute wieder. Es war ein geiles Fußballspiel, von vorne bis hinten. Natürlich ist, ich werde hier auch wieder viel durcheinander labern, ne? Dafür haben wir auch die Stichpunkte noch dann am Montag normalerweise. Wir werden sicher Dinge vergessen haben oder sowas, ist egal. Klar, ich würde hier ganz anders sitzen, wenn wir 2-3 gespielt hätten, rein vom Feeling her, rein von der Stimme her, alles, ne? Aber es war alles geboten. Und dieses, um das mal ganz vorne abzusagen, es war verdient. Es war ein verdientes 3-3. Wenn genug auch BVB-Fans in den Kommentaren sicher da sein, können natürlich auch, vielleicht mit ein bisschen Abstand, erstmal gefrustet, verstehe ich 100%, aber
für mich oder wahrscheinlich für die neutralen Zuschauer, für die meisten neutralen Zuschauer, Statistiken bestimmt auch noch nicht geschaut, aber bestimmt, es war verdient. Wir waren hier wirklich nicht wirklich viel schlechter als Borussia Dortmund über 90 Minuten, waren wir nicht. Erste Halbzeit waren wir auch ordentlich dabei, das sah echt in Ordnung aus alles. Alles gut gewesen, dabei gewesen. Dortmund war halt eiskalter. Auch typisch VfB, dass halt gerade so zwei Kandidaten mit Malen und auch Alea ja, treffen, die normalerweise oder insgesamt die Saison gesehen noch nicht so performt haben, nicht so viel getroffen haben. Ne? Auch Klassiker, dass die dann genau treffen. Ne? Gelb-Rot musst du geben. Musst du geben in den zwei Szenen. War auch wahrscheinlich in der zweiten ein bisschen arg gefrustet von Mavropanos, da so reinzuspringen. Musst du geben. Sonst generell über das Spiel gesehen. Wieder eine, es ist Stadionsicht, also vom Fernseher hast du Wiederholungen, hast mehr Raum zum Überlegen. In der Stadionsicht war der Schiri nah an der Katastrophe, nah dran. Dann 2-0 zur Halbzeit. Ich habe mir schon gedacht, ja, zu 10, 39 war, glaube ich, die rote Karte. Jetzt wird scheiße, ne? Jetzt wird schwierig. Aber solange es 2-0 steht, ist da was drin. BVB hat seine Chancen gehabt. Ich glaube, Lattenkracher, dies, das. Ist ja auch logisch. Wir spielen da zu 10. Platz 17 spielt zu 10 gegen Platz 2, um das nochmal klar zu machen. Wir auch hier gar keine Marktwerte vergleichen oder sowas, oder das Ding noch weiter stricken, ne? Aber vom Ding her, 17 gegen 2, 10 Mann gegen 11 Mann, um das nochmal klar zu machen. Und mit Koulibaly, der noch keine Sekunde gespielt hat unter Hoeneß bisher, wenn ich es richtig im Kopf hab, kommt einfach die Wende. Der macht das Ding, oder abgefälscht, klar, aber er hat sich's erarbeitet, das Ding. Geile Nummer gewesen. Und ab da, also spätestens ab da, war das ein kompletter Hexenkessel. Er hat's komplett gebrannt in diesem Stadion. Es war unfassbar. Auch Dortmund-Fans, geiler Support da gewesen. Das war Bundesliga pur. Das hat richtig Spaß gemacht über 90 Minuten. Und natürlich am meisten nach den 79, weil ab da ging's dann komplett vogelwild ab. War auch, glaube ich, am Ende des Tages klar, nach dem 3-3 am Ende und alles. Die krasseste Stimmung seit diesem 2-1 gegen Köln. Wie gesagt, ich bleibe dabei, das 2-1 gegen Köln wird, glaube ich, so schnell nie wieder übertroffen werden. Ne? Aber das war das Krasseste diese Saison zu Hause, 100%. Da fällt das 2-2, ein Wagnoman, der auch in dem Spieler zwischen Genie und Wahnsinn war. Ne? So ein, zwei geile Aktionen nach vorne rein, da kommt eine Quatschflanke, hinten verspringt ein Ball, schenkt eine Ecke her mit so einem Kopfball raus. Also der ist so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, kloppt das Ding rein, komplett Eskalation. Und dann hast du wieder so ein bisschen gemerkt, klar, der BVB muss anlaufen, ist klar, die Bayern haben auch wieder komplett einen Vollquatsch gemacht scheinbar. 1-1 zu Hause gegen Hoffenheim. Das heißt, hätte der BVB gewonnen, wären sie punktgleich. Schlechtes Torverhältnis, ne? Aber sie wären punktgleich gewesen. Und es fällt halt noch, ne? Dann hätte ich hier gesessen, 2-3 hätte ich hier gesessen und gesagt, ja, das ist halt Top-Team. Das ist halt auch Borussia Dortmund gegen den Abschiedskandidaten. Das ist ein Team, das über die Saison gesehen, glaube ich, 9 Punkte mehr geholt hat, als es überhaupt statistisch irgendwie zu geben war, also expected points mäßig gegen ein Team, das glaube ich 6-7 Punkte, also wir 6-7 Punkte weniger geholt haben, als zu erwarten war über die gesamte Saison gesehen, dann hätte ich das hier gesagt. Und ich war komplett leer. Ich war komplett leer nach dem 2-3. Du hockst da drin, die Mannschaft kämpft sich zurück, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, zu zehnt, zurückgekämpft, verdient das 2-2 geholt und dann fällt es 3-2 und das ist gut, scheiße, das war's dann jetzt. Nicht mehr wirklich den Ball nach vorne bekommen. Und dann kommt er nochmal. Ich muss gar nicht sagen, ich habe die Szene gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Ball bei Silas gelandet ist. Ich weiß gerade nur noch, er lag irgendwann bei Silas, ist so hochgesprungen, runter und dann drin. 3-3. 97. 6 Minuten Nachspielzeit. Wirklich letzte Aktion des Spiels. 97. 3-3 Silas und die komplette Eskalation. Also das war komplett geisteskrank, muss auch nochmal sagen, Nebensitzer, links, rechts, oben, unten, egal wie, ich hocke auch einfach in einem unfassbar geilen Block, einem unfassbar sympathischen Block, es macht jedes Spiel aufs Neue dermaßen Laune, da drin zu stehen, in diesem Block und zu feiern, 3-3, überprüft's nochmal, da habe ich nochmal Panik bekommen, weil dieses Abseits-Tor von Guirassy, ich glaube 54., 55. war scheinbar auch so ich hab's nicht gesehen, ne, bisher, aber es war scheinbar so dermaßen eng, so unfassbar eng, das absolut so eine sehr schwierige Situation, sehr unglücklich, ne. Bleib dabei, Videobeweis abschaffen, um das Statement hier auch nochmal kurz rauszulassen. Er hört sich's auch noch an, zeigt dir an, der Ball ist hochgehüpft, vielleicht an die Hand oder so Geschichten, aber nein, er gibt Silas gelb, wir dachten so, fuck, pfeift es jetzt ab, aber es war gelb, weil er das Trikot hochgezogen hat, zeigt er in die Mitte, Tor zählt, 3-3, ich glaube danach war auch direkt Abpfiff, wenn ich's nicht im Kopf hab. Unfassbare Stimmung, alles unfassbar geil gewesen, was auch
die frech war, aber auch irgendwie witzig war. BVB-Spieler, die sich ausgelaufen haben nach dem Spiel, mussten ja hoch und runter rennen. Jetzt, wenn wir zu dieser Kurve gekommen sind, gab es eine Ola-Welle von VfB-Fans. Es war eine Stimmung unfassbar geil. Da ist nicht das Gefühl, dass hier 12.000 Fans fehlen. Das hat sich angefühlt wie damals unter 60.000 bei so Spielen wie gegen Gladbach, Spiele gegen Augsburg, diese 3-2-Dreherspiele, Comeback-Spiele. Das hat sich nicht angefühlt, als wenn da 12.000 Leute fehlen. Es war unfassbar geil, auch unfassbar wichtig, weil ich hab's vor dem Spiel gesagt, er hat auch leichte Hoffnung, dass heute was geht, ne, auf sowas Verrücktes kommt da kein Mensch, ne. Hab auf 2-2 getippt, also so gesehen schon richtig gedacht, ne, aber auch nicht so. Es reicht ein Punkt, es reicht ein Punkt und wir sind wieder vorbei an Schalke 04. Platz 16, punktgleich mit Schalke, aber vorbei, weil wir das bessere Torverhältnis haben, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und jetzt, BVB war das Spiel, wo Bonuspunkte sind. Jetzt kommt Augsburg aus, wo ich auch dabei bin. Gladbach zu Hause, das sind die Wochen. Du musst jetzt genau diese Spannung halten, diesen Kampf halten, diese Qualitäten, Kampfqualitäten behalten, auch die spielerischen Qualitäten halten, weil du warst hier echt auf Augenhöhe mit dem BVB, trotz wirklich dann am Ende fast 60 Minuten in Unterzahl mit Nachspielzeit. Ne? Das musst du jetzt hochhalten, dann geht in Augsburg auf jeden Fall was. Gegen Gladbach zu Hause muss was gehen, da geht normalerweise auch generell immer was zu Hause gegen Gladbach. Dann hast du Pokal zu Hause, dann kommt auswärts Berlin. Diese nächsten Wochen müssen genau auf diesem Level bleiben, auf dieser Hitzigkeit behalten. Diese Stimmung wird auch auf jeden Fall da bleiben, also das ist klar, die Fans geben sie. Die Spieler auf dem Platz müssen genauso auch dabei bleiben. Und dann haben wir hier echt die Chance auf eine absolute Kehrtwende in der Saison und können die Weichen stellen in den nächsten Wochen, wenn denn alles positiv so weiterläuft. Es war unfassbar. Ich dafür lieben Fußball. Fertig aus. This is why we love football. So habe ich angefangen, so höre ich auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an jeden, der hier auch den Like da lässt. Neue Abonnenten, die hoffentlich reinkommen. Dies, das. Vielen, vielen Dank an alle. Es ist geisteskrank gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Vlog. Ich glaube, ihr hattet Spaß mit dem Vlog. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.